Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei der 19. Karte von Thüringen, Version 3.101. Ja, ich habe mal gleich mal ein paar Ballen holen, ne, für die BGH. Das spielt sich gerade an. Jetzt haben wir 18 und 19 im Spiel. Das heißt, irgendwann kommen wir zum Schlafen. Und die Ballen sind vorne alle vom überwiegend Klee und Luzerne, Silage. Vielleicht werden auch 3-4 Ballen Pferdegras dabei sein, aber das wird ja das Problem ist halt nicht so dramatisch. Ne? Unterschied ist nur, dass Pferdegras ein bisschen mehr Geld einbringt als Silage von Klee und Luzerne. Beides aber wiederum sehr gewinnbringend. Wir können ja, sind ja eh voll. Hier rechts ist die frisch gepressten Grasballen von der normalen Graswiese. Die soll eigentlich zur Fütterung dienen der Tiere. Eigentlich. So. Aber die können auch hier rein. Bringt zwar nicht kein Vermögen in dem Sinne ein, aber wer hin, ne? So. Ja, die kleinen Anhänger sind neu. Aus dem Paket für Autolot. Ja, gibt schon länger. So, einige sind gleich rein und andere sind jetzt im Bereich des Triggers und werden dann später automatisch aufgenommen. So, dann schauen wir los. Die Rinder, also die männlichen Kühe, also die Bullen, die sollen jetzt einen anderen Stall. Guck mal, wo ich einen LKW habe. Ich brauche nur einen, ne? Einer ist ja im Hof 1. Das wäre mir zu weit weg. Und müsste noch hier einen weiteren haben. Ich hatte ja hier eigentlich, Milch haben wir. 110 müsste ich alles im globalen Markt fahren. Wir können ja schon mal voll lassen. Und dessen. Ja, er macht voll. Das genügt ja. Also spätestens zur nächsten Folge dahin fahren, ne? Muss ja nicht alles machen lassen, ich kann auch einiges selbst tun. Zumal wir aktuell auf die große Ernte warten, ne? Weizen und Gerste und später die Maisernte. Und zum Schluss die Sonnenblumen. Sonnenblumen ist, sobald die soweit sind, geht es da los. Denn haben wir so, so. Wir müssten rückwärts zurückfahren. Mal schauen, hinkriegen. Das ist nicht schlecht. Und die Schwerkraft ist hier außer Kraft gesetzt. Glaub mir, so ein Ball ist schwer, den kriegst du nicht bewegt. Wir hatten ja früher nur bei uns Strohball oder Heuball, wenn überhaupt. Heu war die Ausnahme. Wir hatten eher Strohball. Das haben sie extra für die Mitglieder so gemacht. Meine Mutter war ja Mitglied in der LPG. Und die bekamen dann kleine Strohballen zum Einlagern für zu Hause, für die eigene Tierproduktion. Das war aber ein kleines Trinkgeld für den Kraftfahrer. Und gut war es, ne? Das war kein. Es war kein Akt, kein großes Vermögen. Ja, was sie da vielleicht bezahlt haben, weiß ich nicht. Ich glaube, Strom war eher, glaube ich, eher gratis. Den Rest Stroh haben sie meistens lose eingelagert. Entweder im Stall oder auf dem Feld eine Miete gemacht. Dort Strohgebläse.
Ja, ich denke darüber nach, ob wir wahrscheinlich Gerest Gülle machen werden mit der BGA, weil so durchgucken. Und zwar männliche Tiere wollte ich haben. Da haben wir schon einen. Da noch ein. Mann. Ups, die weibliche nicht. Und warum mache ich das? Die männlichen Tiere kommen ja irgendwann zum Schlachthof. Früher oder später. Und die weiblichen Tiere behalte ich im Prinzip so lange, bis der Stall voll ist. Dann fange ich irgendwann an, mal die älteren Kühe wieder auch zum Schlachthof zu bringen. Da wird es mal richtig viel werden. Also 200 Stück ungefähr. Sobald die sind 3,9 Jahre alt. Wenn die 6, 7, 8 Jahre alt sind, dann müssen sie spätestens dann weg. Dass wir nicht anfangen, unterm Arsch wegzusterben. Dann sind die weg. So, sag mal so, verrückt, Wurst ist immer noch gut, ne? Anführungszeichen eine alte Kuh. Noch zu Wurst machen. Fleisch ist sicherlich zäh und naja, lässt sich nicht gut verwerten als Fleisch, aber als Wurst, wo sie eh ja, klein gemacht wird, also gehackt und zerhackt wird und Anführungszeichen, ist eher noch was Machbares, ne? Okay, 4,7, da wird ja schon, naja, ja, 2 Jahre noch ungefähr. 4,9. Und je mehr Kühe wir haben, umso länger dauert das aussortieren, ne? Ist ja hier nicht so, dass man sagen kann, auch jetzt machen wir nur männliche Tiere und dann, ne, ist nicht. Normalerweise werden die Kälber ja gleich nach der Geburt mehr oder weniger separiert und werden per Hand aufgezogen. Ist ja eine Milchkuh und die soll ja eigentlich die Milch geben für die Molkerei, ne? Gut, früher bekamen die auch die Milch von der Kuh. Heute ist glaube ich eher so, dass sie so einen Milchersatz bekommen. Hier schon 2 Jahre alt. Das ist schon recht, das ist schon eigener Nachwuchs. Viele Tiere. Haben wir nur 3 männliche Tiere? Ich muss ja beim Zurückfahren nochmal Kontrolle machen, das ist auch nichts. So, mal gucken. Da haben wir noch einen. Ach, okay, hab ich habe die alle. Ah, nein. Ich habe die zurückgeschickt. Ich habe die. Das habe ich gar nicht gesehen. Ja, dann musste ich mal gucken. Da habe ich garantiert. Was gedrückt, was nicht soll. Da. Nicht günstig, ne? Muss man oben gucken. Nur auf eine Reihe konzentrieren, das ist eher machbar. Ich glaube, ganz am Anfang waren wir hier gewesen. Da. Da. Versuchen wir schnell durchzujagen, die Sache. Nichts übersehe. Ich meine, gut, wenn ich übersehen würde, ist auch nicht so tragisch.
Da. Na. Und das W und M ist ja auch im Kopf gestellt, ne? Sonst wäre das. Ja. Wenn man sortieren könnte, wäre es gut. Aber das ist glaube ich nicht mehr vorgesehen. Okay. 6 Stück. Ich fahre mir jetzt hoch 1. Ups. Ups. Hopp. Ah, da ist noch ein LKW. Gut. Doch ein paar mehr, ne? 2 Stück. 3. Boah, allerhand, ne? Dann müsst ihr noch entsprechende Anhänger besorgen für Transport von Weizen und Gerste. Aber nicht so schnell. Ich habe festgestellt, dass die Kugelanhänger allgemein Fahrzeuge mit Deichsel hier Probleme machen, ne? Warum es so ist, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber die anderen Fahrzeuge funktionieren halt. Muss ich mal sehen. Für Milchtransport normal Anhänger zu verwenden. Nicht mehr Traktor und Deichsel, sondern einen normalen Anführungszeichen, um die Milch vom Stall rüber zu bekommen zum globalen Markt. Dass ich da mal jetzt bei der Marsch wieder die Molkerei voll bekomme. Ne? Die ist ja aber komplett leer. Hab da schon angefangen zu fahren. Aber wie gesagt, das muss ja irgendwo hin, ne? Muss ich mal schauen, ob ich jetzt hier die 6 Rinder wenn ich Volljährige habe, zum Metzger zu bringen, ne? Oh, aber jetzt kriegen wir keine Paletten mehr. Lustig nach der Ernte machen ein paar ältere Mastbullen, die dann schon so weit sind. Ne? Das ist ja leider so, wenn man Milch haben will, braucht man leider mehr Kälber. Ne? Sonst wird das nichts. Der Ton passt. Mikrofon ist bei mir und der Rest ist ja in Sound, ne? Das ist ganz so laut. Aber ich könnte ein bisschen lauter machen. Falsche Maus. Früher war das anders, da war am zweiten Rechner gewesen und das war kommt nicht leichter ohne die Außenhalte ein bisschen so. Hier ist eine Steuerung reingehen. Bei Traktoren und Fahrzeuge 40% in der Innensicht. Ist auch noch teilweise unterschiedlich von LKW zu LKW. Ne? Ja, die Silagegabeln sind glaube ich überflüssig. Glaube ich jedenfalls. Ja, richtig. Dieser Dieselanhänger. Das könnten wir auch von der Marsch hierher bringen. Mit dem Diesel.
das schon. Ey. Muss ja im bestimmten Bereich drin sein, dann funktioniert auch. Ansonsten fordert nichts. Da haben wir das doch. Guck, hier haben wir. Mal schauen. Also 2 Jahre alt, das ist schon ganz schön. Müssten wir eigentlich schon mal gucken. Wir können mal probieren. Das für die. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich da schon Schlachthof habe, gekauft habe oder nicht. Ich glaube schon. Das wären 4 Stück. Und von der Größe her sehen die genauso aus wie die anderen. Aber 2 Jahre ist gutes Alter. Viel größer werden sie nicht. Und dann macht das Sinn, dass sie irgendwann Platz schaffen im Stall, ne? So, Innensicht. Ein bisschen besser zu fahren. Aufgrund der Bäume, ne? Ja, Schweine wollte ich mal auch machen, ne? Und bin noch nicht dazu gekommen. So, sehen, wenn die Ach Junge, da kommen wir noch nie rum. Wenn die Ernte vorbei ist, das Gröbste, dann haben wir auch mehr Zeit für die Schweine. Wüste. Ui, ui. Schwäche. Wir kriegen Nebel hier. Oh, nein, Regen. Nein. Gibt's doch gar nicht. Der meldet schon wieder Regen an. Ach, nee. Ich kann, glaube ich, ganze Getreide so GPS machen können hier, Silage. Ah. Ist schon viel Regen? Ich glaube, der Schlachthof hier rechts. Macht schon mal Rauch, ne? Der ist klein, aber fein, aber das reicht aus. Da freuen sich, finde ich, ein bisschen Arbeit. Mal sehen, wie das klappt. Habe ich noch nichts hergefahren. Ja, gar nicht. Wir haben hier die Bäume gepflanzt. Birken wachsen auch wie Unkraut. Also wenn man jetzt Birken wachsen lässt, dann zuck zuck. Ja, genau. Auch Tor zu. Bisschen gemein. Kein Schild hier, ne? Geschlossen. Haben wir Uhrzeit? Ey, das Präzise ist gefährlich. Das hatte ich immer gehabt bei Seasons. Aber nicht bei Rind, doch Kühe gekauft. Und dann nachts, naja, dann so, ne, weil auf dem Marsch so gemacht. Kühe gekauft und dann, naja. Ja, dann auch nachts schneller vorgespult, ne. Weil man das halt so macht, ne. Und dann nächsten. Da kam schon die Meldung um 0 Uhr. Tiere gestorben. Oh, gekaufte Rinder. Blöd.
Jetzt siehst du viel jetzt sterben. Normalerweise sterben sie nicht im LKW. Gerade nachts nicht, ne? Aber ich riskiere mal nichts. Ich bringe die mal zurück. Jetzt waren sie wohl. Dann werde ich mich so nicht zur Ruhe legen. Also. Ja. Ja, dann machen die ja zu, ne? Ungünstig. Dann werde ich die Milch ja morgen verkaufen. Also, vom globalen Markt bringen und verkaufen. Dann fällt die Ernte morgen wieder aus. Falls sie morgen reich sein sollte. Ihr habt noch mal einen Tag bekommen. Glück gehabt. Aber lass den LKW stehen und ich springe jetzt im Hof. Und werde jetzt schlafen gehen und morgen früh hole ich ab. Sag mal tschüss, ciao, ciao. Bis morgen. Tschüss.